Der Tag des Gymnasiums wurde heuer steiermarkweit am 11. November abgehalten. In Mürzzuschlag hat man diesen Anlass mit der Startveranstaltung zum Schuljahresthema Verantwortung verbunden. Wir müssen den Kindern einmal beibringen, dass es Regeln gibt in unserer Gesellschaft, an die sie sich halten müssen. Und dann müssen wir ihnen Werkzeuge zur Verfügung stellen durch die Ausbildung, durch das, was wir ihnen im täglichen Unterricht beibringen, dass sie mit diesen Werkzeugen befähigt sind, dann diese Regeln auch einzuhalten und miteinander auszukommen. Wie gesagt, es gibt nur eine Welt und jeder, der auf diesem Planeten lebt, ist für diese Welt verantwortlich. Sonst geht es nicht. The World, wir sind die Welt. Ein Lied, das an die gemeinsame Verantwortung aller Menschen für unser Leben auf der Erde appelliert. Im laufenden Schuljahr bildet das Thema Verantwortung im Hertha-Reich-Gymnasium einen Projektschwerpunkt, der alle drei Schulpartner betrifft. Verantwortung ist auf alle Fälle etwas, was in der Schule wichtig ist, und man kann Verantwortung auch lernen. Es ist vielleicht ein Lernprozess wie jeder andere, und man kann mit den Schülern der ersten Klasse beginnen, ihnen kleine, sagen wir, Verantwortungsbereiche zu geben, und diese Verantwortungsbereiche sollten sich dann bis hin zur Matura hin sollten größer werden, sich steigern. Wir wollen sie dann ja als reife, verantwortungsbewusste Menschen entlassen. Es ist die Kommunikation wichtig untereinander, dass das gestärkt wird. Als Schüler hat man aber die Verantwortung in der Schule gegenüber den Eltern, dass man gute Leistungen bringt. Und deshalb finde ich das Thema Verantwortung einfach extrem wichtig an der Schule. Ich finde dieses Thema sehr wichtig, nicht nur für Schüler, Eltern, Lehrer. Verantwortung zu übernehmen betrifft einen in jedem Lebensbereich. Und das heißt natürlich auch, wenn ich Verantwortung habe, habe ich auch Konsequenzen. Die müssen nicht immer positiv sein, aber es gehört schon Mut dazu, Entscheidungen zu treffen und dafür Verantwortung zu übernehmen. Alle drei Vertreter der Schulpartner haben Engagement gezeigt und damit Verantwortung für die Schulgemeinschaft übernommen. Einen kleinen Vorgeschmack auf die kommenden Gymnasialspiele boten Philipp Jus und Günther Ecker. Das verbieten wir dir. Ihr verbietet? Ihr? Ich verbiete es dir. Ich als dein oberster Vorgesetzter. Und wenn ich dir etwas verbiete, hast du zu gehorchen. Ein weiterer Programmpunkt am Tag des Gymnasiums war die Vorstellung der von der 5B-Klasse gestalteten Wandtafel zum laufenden Jahresthema. Alle Schülerinnen und Schüler wurden eingeladen, sich mit Projekten daran zu beteiligen. Ich für dich, du für mich, wir für uns. Für den Direktor der Schule ist die Umsetzung des Themas Verantwortung am Ende des Schuljahres dann gelungen, wenn... Wenn die Schüler am Schuljahresende 2016/17 das Thema Verantwortung nicht abhaken, sondern verinnerlicht haben und auch weiterhin verantwortungsvoll handeln. Verantwortungsvolles Handeln. Eines der Ziele humanistischer Bildung im Hertha-Reich-Gymnasium Mürzzuschlag.